weiter im Text. Ey, Menschenskinder, ich brauche Wildtiere. Gestern sind hier die ganze Zeit Hirsche rumgerannt. Ja, hier war ich schon. Scheiße. Wo bin ich denn hier überhaupt? Da oben. Dann gehen wir mal hier rüber. Den Zombie lassen wir einfach mal stehen. Hier gab es auch so ein paar Frame-Einbrüche in der Siedlung die ganze Zeit. Ich glaube, da haben die auch dran rumgepatcht. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, leer. Da hinten ist noch ein Container. Ach hier, Ilse. Das geile Stück. Komm her, Ilse. Ich treffe dir natürlich wieder mal nicht. Blutpäckchen dabei. Auch gut. So, wieso sind denn hier heute keine Wildtiere? Das ist doch scheiße, ist das doch. Da hinten ist ein Hirsch. Ich habe wieder keine Pfeile. Ey, das ist nicht zu fassen, ne? Das klappt. Halt doch mal, ey. Ah. Das riecht mich so auf. Das ist auch neu hier. Die Steine, die verformen sich. Ich gehe mal hier so ein bisschen rüber, dann sieht man das vielleicht besser. Die bauen sich also richtig ab, so nahtlos sozusagen. Und nahtlos habe ich mal wieder die Axt kaputt geschlagen, weil da bin ich nämlich ganz große Klasse drin. Ja, vielleicht wird die jetzt besser. Na komm. Ja, toll. Ja, da kann man es ein bisschen erkennen, wenn sich die Textur verzieht. Mein Wasser habe ich aus dem Klo, um ehrlich zu sein, habe das abgekocht. Ich habe auch noch keine Flüsse gefunden in dem Spiel. Das ist ja schon seit Alpha 11, glaube ich. Da haben die irgendwas mit diesem Landschaftssimulator, keine Ahnung. Der hat berechnet gemacht und seitdem gibt es da keine Flüsse mehr. Und nur noch Wüstengebiete. Finde ich scheiße. Aber nun gut, so ist es halt. So. Jetzt machen wir ein paar Arrows. Zack. Alle craften. Danke. So, wo ist der Hirsch? Der war doch hier irgendwo. Da ist er doch. So, gar nicht so weit weggerannt, siehst du mal. Auf der Pirsch Richtung Hirsch. You are wet, sagt er mir. Jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Ist es denn wahr? Mensch, bleib doch mal stehen, Harry. Mensch, oh du dummes Vieh. Das ist nicht dein Ernst, ne? Und dann drunter durchschießen. Typisch Jones. Wieso treffe ich den denn nicht? Doofer Hirsch. Also. Hat ja lang genug gedauert. So. So, hier Knochendingen. Bin schon mal gespannt, was wir jetzt rausbekommen. Okay, es gibt tiefe Seen. Ja, habe ich auch irgendwo gehört. Haben wir jetzt mal Leder hier oder so? Ah ja, ein bisschen.
War auch nicht gerade viel. So. Wie viel Leder haben wir denn? 9. Das reicht auf jeden Fall für einen Blasebalg zu machen. Aber noch ein Hirsch wäre natürlich richtig cool. Wir gehen mal schon mal so langsam hier in Richtung Heimat. Wir sind ja schon zu Hause. Wir wohnen ja schon hier. Also hier seht ihr, hier habe ich so ein bisschen Verteidigung draußen rumgebaut. Aber da müssen wir auf jeden Fall noch was nachlegen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hier, wir gehen mal runter in den Keller. Bei Gelegenheit kann ich auch mal was trinken. So. Und dann würde ich sagen, hier, da, so, hier kann man die Schmiede hinstellen. Das ist doch ganz gut. So, wir brauchen einen Bellows. Was fehlt denn da? Was fehlt? Need 1. Oh, der braucht 12 Leder. Verdammte Scheiße, ey. Ich krieg einfach keine Schmiede zusammen. Ach, ey. Ist doch... Wie viel Uhr haben wir? Da. Es ist 19 Uhr. Oh, ey. Rennt hier irgendwo ein Hirsch rum. Hallo, Hirsch. Hirsch. Hallo, Anonymousful. Ich kann deinen Namen immer noch nicht aussprechen, aber ich erinnere mich an deinen Namen. Schön, dass du da bist. So, Wildtiere, Hirsche, irgendwas. Da! Bleib stehen, Junge. Natürlich mal wieder nicht getroffen. Kann ja nicht sein. Na also, geht doch. Ey. Jetzt ist das Spiel einfach ausgegangen. Ist das geil. Ist das denn zu fassen? Jetzt ist einfach dieses Spiel ausgegangen. Also die Probleme hatte ich gestern noch nicht. Das kann ja nicht sein, ey. Dann bin ich mal gespannt, was hier, was noch da ist. Was wir noch haben. Der Hirsch noch da rumliegt. Also irgendwas haben die da reingepatcht. Irgendwas, was nicht gut läuft. Ist das eine Scheiße, ey. Mann. Kann ja nicht sein. So, Continue Game. Wir beten nochmal. Ich könnte in der Zeit noch einen Schluck Kaffee trinken, fällt mir ein. So. Ah. Okay. Ach, und der Hirsch ist noch da. Siehst du, da kann man den nochmal abschießen. Und erstmal gut daneben schießen, wie immer. Scheiße. Bleib stehen. Oh. Mann. Du blödes Vieh. Gibt's das? Sieht nicht, wo dieser scheiß Pfeil landet, gell? Es geht mir so auf die Nerven. Ah, okay. Den haben wir wenigstens getroffen. Wieso kann ich nicht mehr laufen? Weil das jetzt so kalt ist? Kann das sein? Oder... Ja, die Reichweite von dem Bogen, die ist unterirdisch. Kann man nicht anders sagen.
Na komm schon. Komm, einmal Leder. So. Komm, gib Leder. Ich will das Fleisch gar nicht haben. Gib das Leder her. Ha, nochmal. Noch einmal, komm. Nochmal Leder. Hm. Ja. Ja! So. Und jetzt nix wie nach Hause. Jetzt kann ich auch wieder laufen. Was ist denn hier los? Wieso kann ich denn hier nicht... Ist doch alles gut. Vielleicht ein bisschen kalt oder so. Aber ich konnte gerade nicht mehr laufen. Warum auch immer. Hier liegt noch eine Tasche. Ach, Moment, warte mal. So. Zack. So, wo wohnen wir denn? Da wohnen wir. Hier. Ilse, Elisabeth oder wie sie heißt. Kann man denn, bringt das was, wenn man denn den Hirsch, der da, oder das Hirschgedärms, was da liegt, wenn man das noch mal, wenn man da noch drauf einschlägt, bringt das noch was? So. Wie viel Uhr haben wir denn? Ach, Mensch, ich verdrück mich jedes Mal. Ach so, scheiße, Moment mal. Ja, hä? Jetzt haben wir Tag 7, 8 Uhr. Es war doch eben, war doch 15 Uhr. Muss man nicht verstehen. Also, keine Ahnung. Aber wir haben das Zeug noch. Also von daher gehe ich jetzt hier runter in den Keller. Und jetzt gucke ich mal hier, ob wir jetzt hier so einen blöden Blasebalg machen können. Na endlich. So. Ich muss nur mal gerade das mit dem... Zack. Hä? So. Und dann können wir den craften. So, der braucht 30 Sekunden. Und eine Forge braucht... Ach, da brauche ich Clay, ne? Da brauchen wir Clay. Eine Schaufel hätte ich ja im Angebot. Also müssen wir uns mal irgendwo Clay besorgen gehen. Frage ist, wo finden wir hier Clay? Vielleicht hier ist ja hier in der Wiese irgendwo was. Durch Zufall. Ja, das ist doch hier, ist doch sowieso so hell. Ja, ist doch Clay. Guck mal da. Da rechts. Hier, zack, Lamp of Clay. Komm her. So, das reicht. Und dann können wir doch jetzt direkt hier... Achso, der braucht 50 davon. Okay. Ja, hier, zack. Small Stones. Ach du Scheiße, 50 Small Stones. Wo sollen die hernehmen? Ach Mensch, das ist nicht dein Ernst, Junge, ne? Ja, das blöde Gras hier kann man weg. Jeder Zeug brauche ich auch nicht. Brauche kein Messing. Weil ich schieße sowieso, wenn dann nur mit der Shotgun und mit der Armbrust. Was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ich wollte Small Stones wollte ich sammeln. Genau. Hier. Steine. Steine müssen wir kloppen. Jede Menge. Verdammte Scheiße, ey. Ja, das kann ja dauern. 50 Steine, ey. Meine Fresse. Kann sich nur um Stunden handeln. So, aber diesmal haue ich nicht die Axt kaputt. Die repariere ich jetzt mal.
Oder mache ich mir eine neue? Ne, ich habe mir eben eine neue gemacht. Die würde also nicht viel besser werden jetzt. Tu mal die reparieren. War das hingeschmissen? Dahin. Was ist denn damit? Tja. Jetzt habe ich leider die Patchnotes nicht hier so nebenher offen. Da hätte man jetzt mal schön drin lesen können, während der hier Steine kloppt. Aber es gab so ein paar Sachen, die jetzt hier nachgepatcht wurden, wo ich mir dachte, das ist eine richtig gute Idee. Zum einen halt diese Sache mit den Frame-Einbrüchen. Die war nämlich hier in der Siedlung, war das relativ heftig. Und zum anderen halt die Tatsache, dass Sachen, die aus Forged Iron hergestellt sind, nicht kaputt gehen. Ah ja, hier, Skill in Construction is now Level 13. Und ein Level Up. Und wir haben 8 Skill-Punkte zum Vergeben. Das ist doch schon mal cool. Wie viele Steine haben wir denn? 31. Ja gut, dann hacken wir jetzt noch ein bisschen weiter hier. Die Skill-Punkte können wir auch in der Nacht irgendwann draufpacken. Genau, also es gibt Sachen, die müsst ihr nicht skillen. Das lohnt sich nicht, da Punkte rein zu investieren. Wie zum Beispiel, man bekommt... ist mal wieder soweit. Ich laber und hau das blöde Ding kaputt. Wie immer. Stone. Axe. Na toll. Also es gibt Sachen, da lohnt es sich nicht, Skillpunkte reinzumachen. Wie zum Beispiel, es gibt einen Skill zum, wenn ihr den hochskillt, erhaltet ihr aus Sachen, die ihr durchsucht, also Schränke und Mülltüten und Taschen, erhaltet ihr bessere Gegenstände. Das skillt sich von ganz allein, weil ihr ja sowieso nichts anderes macht in dem Spiel wie im Müllkram, sage ich mal. Wo man auch eigentlich nichts rein investieren muss, ist, was war das denn? Muss ich gleich mal schauen. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ich wollte mal schauen, hier Steine haben wir so viel. Also hier, Construction Tools, glaube ich. Stone Axe, Wrench Hammer und Nail Gun. Gain Skill by using items from this group. Genau. Da kann man schneller reparieren, schneller upgraden und macht auch mehr Schaden. Aber bei Construction Tools kann ich mir das irgendwie nicht wirklich vorstellen. Was sich halt selber skillt, ist, hier gibt es noch eine zweite Seite, müsst ihr dran denken, ist hier, Scavenging. Das skillt sich von ganz alleine. Und Weapons Missing, ja, ist so eine Sache. Weiß ich nicht, ob sich das schwer lohnt. Ich glaube ja. Aber ihr stellt ja sowieso zwischendurch immer Waffen her. Und daher skillt das sich auch so ein bisschen alleine. Muss man mal genau aufpassen, wie das sich entwickelt. Ja, Tag 7. Da sollte heute was passieren. Eigentlich. Oh, 15 Steine habe ich jetzt gekriegt auf einen Schlag. Ja, geil. So, jetzt aber hier, die Forge. Mach das blöde Ding. Sehr schön. Dann können wir nachher ein paar Steine mitnehmen. Genial. Endlich habe ich die Schmiede, ey. Da fällt mir ein, ich brauche noch eine Mold, ne? Da war ja was. Irgendwo muss ich ja das Eisen auch drin schmelzen. Wollen wir gerade mal schauen hier. Mit den Molds habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Iron? Iron Arrow, Iron Boots, Scheiße. Metal? Verdammte Axt. Wo schmelze ich das denn? Eggermann, oh Mann. Hallo und herzlich willkommen. Danke fürs Folgen. Wo schmilzt man denn jetzt das Eisen? Ui, leck. Boah. Da war er wieder, der Frame-Einbruch.
Gibt es keine Molds mehr? Sehe ich das gerade richtig? Warum finde ich keine Molds? Die gab es doch immer. Braucht man die nicht mehr? Gibt keine Molds mehr. Okay, Moment, wo? Da steht das Klo. Hier kommt die Schmiede hin. Die brauchen noch ein bisschen. Okay, das heißt Eisen einfach rein, oder wie? Muss ich das jetzt verstehen? Muss das Lehm in die Forge legen. Aha. Rusty Rust 78. Hallo. Willkommen. Moin moin. Klarling, klarlang. Da ist die Schmiede. Da kommt der nächste Airdrops. Der kommt jetzt wahrscheinlich wieder. Das ist der, der eben schon mal kam, dadurch, dass das Spiel gecrashed ist. So. Zack. Aha, okay. Input. Input. Probieren wir das mal aus. Zack. Bisschen Scrap Metal rein. Ein Woodframe rein. Und jetzt, was ist hier oben? Tools? Mal gucken, was rauskommt. Kommt da jetzt was raus? Iron 10? Ah, okay. Tickert gemütlich runter. Ja, alles klar. Ist doch schon mal nicht verkehrt. Da hätten wir das auch schon mal geregelt. So, dann gehe ich mal hoch, gerade hier an meinen Kühlschrank. Pack das Fleisch da rein, dass ich nicht so stinke. Das da rein, das da rein, das da rein. Ja. Aber ich glaube, ich lasse mich eher hier unten im Keller nieder, wie oben auf dem Speicher. Oder vielleicht doch oben auf dem Speicher. Ich weiß es nicht. Ach, scheiß der Hund drauf. Wir bleiben oben. Über Nacht bleiben wir oben. Vor allen Dingen, weil ja Feralnacht ist. Ich hoffe, wir kommen bis zur Feralnacht nicht, wenn das Spiel wieder vorher abstürzt. Oder meint, es müsste vor der Feralnacht abstürzen. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. So, hier habe ich doch noch irgendwo. Hatte ich doch hier. Da hatte ich das nämlich nicht. Sondern ich hatte das wahrscheinlich hier. Da noch jede Menge Scrap Metal. Und dann könnte man auch mal hier, jetzt muss ich doch mal schauen, Mini-Bike Handlebars. Ich habe noch keine Lampen gefunden. Mini-Bike Seat. Wie heißt denn dieser Rahmen für das Mini-Bike? Muss man den lernen? Gab's dann, ich habe doch das Buch gelesen. Oder kann ich das jetzt nicht mehr? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, egal. Erstmal Eisen schmelzen und dann erstmal eine vernünftige Axt wiederherstellen, damit ich mal die Häuser hier einigermaßen looten kann. So, hier, da, schöne Schmiede. Da, drei, wo ist denn jetzt das Eisen? Chassis heißt es, genau. Minibike Chassis. Wo ist denn mein Eisen, was ich hier geschmolzen habe? Wo kommt denn das raus? Ist er nirgendwo? Will mich verarschen? Output. Na toll. Du hast kein Lehm mit reingelegt, okay? Also nochmal, ich pack das Eisen da rein. Wo hat denn jetzt hingemacht? So, ich pack das Eisen da rein. Und pack den Lehm hier mit bei. Oder was? Da mit rein. Ist das so richtig? Und bevor ich das jetzt mache, mache ich mal nicht so viel da rein. So. Eisen und Lehm. Lehm, was? Moment. Lehm rein, links auswählen, was du craften möchtest. So, Lehm ist doch drin. Links auswählen. Ach so, hier. Forged Iron. Ich bin gerade doof dafür. Hä? Output? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass hier irgendwie Barren rauskommen oder so. Neben dem Input steht dein Speicher. Neben dem Input. Ja, hier ist doch neben dem Input. Kann ich aber nicht hochmachen. Ich bin zu doof. Brennstoff. Ja, Brennstoff ist klar. So. Kann aber immer noch nichts einschmelzen hier.
Clay 5. Ach so, warte mal. Ja, ist doch da. 5 und 10. Hä? Liegt am Alter. Aber ich bin noch keine 40. Aber da traf ich jetzt gerade nicht. Hier ist Input. Clay? Lump of Clay? Der zeigt den hier gar nicht an. Der sagt hier Iron 70. Clay? Steht Iron 70. Ach so, das kommt jetzt raus. Ah, okay. Moment, wenn ich den jetzt wegmache, da steht immer noch Iron 70. Schmiede kann nur aus dem Speicher herstellen. Tools. Okay, das heißt, man zündet jetzt... Ach so, okay. Verstehe. Jetzt rattert die hier und jetzt machen wir hier diesen. Okay, das ist aber nicht gerade viel, ne? Smelt. So, jetzt kriege ich hier ein Forged Iron raus. Schwere Geburt. Amboss craften, oben rechts rein. Was? Wie? Okay, so, jetzt haben wir hier ein schicket Forged Iron. So. Amboss craften? Kann man das hier draufziehen oder was? Und dann? Was passiert dann? Und jetzt? Muss ich das gerade nicht verstehen, ne? Was hat denn jetzt das hier oben wieder mit dem Amboss zu tun? Tools. Das ist ja strange. Finde ich ein bisschen unübersichtlich. Fand ich vorher irgendwie einfacher. Okay. Wieso kann man denn hier immer wieder was draufsetzen? Den Amboss, das Toolkit und das andere Werkzeug musst du finden. Und hereinlegen, um bestimmte Sachen herstellen zu können. Ach so, okay, verstehe. Verstehe. So, warum muss ich hier immer wieder erhöhen? Jetzt kann ich hier wieder auf 3. Jetzt sind hier nochmal 3 dahinter. Warum macht er denn nicht einmal... Achso, jetzt fehlt mir hier wieder Clay oder was? Verstehe. So, dann holen wir das wieder raus. Und das auch. So. Den Anvil kannst du ja in der Schmiede so bauen. Okay, kann man den hier irgendwo... Gibt es den hier? Ein Anvil, okay, verstehe. Okay, ja. So, jetzt habe ich aber keinen Clay mehr. Naja gut, das kann ja hier tickern und ich gehe mal schnell ein bisschen Clay besorgen. Ist doch eine gute Idee. Wo geht's denn raus? Hier geht's raus. So, hier ist doch bestimmt auch Clay. Clay, 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 Clay. Hallo Clay. Ist jetzt nicht wahr, ne? Kriegt man den vielleicht hier auch? Nö. Ach, dann halt wieder darüber auf die andere Seite. Mädchenskinder. Ja, sorry, ey. Komm du mal in mein Alter, ey. Aber ich fand vorher die Schmiede wirklich einfacher. Fand ich irgendwie... Boah, Frame-Einbruch. Fand ich irgendwie vorher besser. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Na, wenigstens gibt es hier jede Menge Clay. Ist doch schön. Aha, Mining Tools. Oh, ich muss mit der Schippe aufpassen. Das habe ich die gleich kaputt gemacht. Bei meinem Talent, aber mir kommt das öfter vor.
Wie sagt denn eigentlich hier Zeiteisen? 16:30 Uhr. Okay, da liegen wir ja relativ gut in der Zeit. So.